meinen Seminaren werde ich immer wieder gefragt, worauf habe ich zu achten, wenn ich eine Führungskraft bin werde? Ich habe ja zwei Themen, die immer ausgebucht sind, Führen in Sandwich-Positionen. Also wie geht mir es, wenn ich mittendrin bin, also Druck von oben und Druck von unten und aber auch gestern Kollege, heute Vorgesetzte. Aber genauso geht mir es, wenn jetzt die Manager kommen, die Geschäftsführer, und interessant wird es immer, wenn ich sie mit der Frage konfrontiere und sage, schreiben Sie doch mal auf, woran denken Ihre Mitarbeiter, wenn Ihr Name fällt? Gucken Sie mich immer erstmal an und sagen, oh, wie es ist oder wie ich es gern hätte. Dann sind wir schon mit einem Thema drin. Dann sage ich, jetzt bei mir können Sie mal Wünsche äußern. Daher, ich lade Sie ein, nehmen Sie sich einen Stift zur Hand und schreiben Sie mal auf, woran sollen Ihre Mitarbeiter denken, wenn Ihr Name fällt? Schreiben Sie auch, wenn Sie in Sandwich-Positionen sind, woran soll Ihr Vorgesetzter denken, wenn Ihr Name fällt? Und jetzt die nächste Frage. Wie möchten Sie behandelt werden? Wie möchten Sie, dass diese Menschen mit Ihnen umgehen? Wenn Sie möchten, dass Sie als sympathisch, kompetent, durchsetzungsstark, menschlich, fair gesehen werden wollen, dann verhalten Sie sich wie jemand, der so gesehen werden will. Und wenn Sie akzeptiert werden wollen von den Menschen, dann ziehen Sie rechtzeitig Ihre Grenzen. Und da sind wir schon beim Thema Kalkulierbarkeit einer Führungskraft. Es ist immer schlimm, wenn ich morgens wo reingehen muss und sollte erst mal schauen, wie ist er denn oder sie heute drauf, kann ich denn eigentlich mit ihr reden? Also, ich habe drei Fragen, die die Führungskräfte, wenn sie in meinen Seminaren sind, sich immer wieder stellen sollen. Das sind die wichtigsten Fragen, nämlich ganz schnell, innerhalb von Sekunden gilt es zu schauen, wo bin ich? Bin ich privat oder bin ich beruflich unterwegs? Wo bin ich jetzt? Bin ich in einer Präsentation drin? Bin ich in einem Meeting drin? Bin ich in einem Mitarbeitergespräch? Wo bin ich? Wo bin ich jetzt? Und es ist ein Unterschied. Viele Menschen nehmen ihr privates Verhalten mit in den Beruf. Und es wird noch mal gravierender, wenn ich mein Verhalten ungefiltert in meine Rolle mit reinnehme. Deswegen, wo bin ich jetzt? Der nächste Punkt ist, wem stehe ich gegenüber? Was ist das für ein Typ? Wie ist er? Ist er laut? Ist er leise? Ist er kritisch? Ist er offen? Wem stehe ich da gegenüber? Was ist das für eine? Welche Branche? Welche Position? Welcher Titel? Wo arbeitet er? Und das nächste ist, welche Rolle nehme ich hier ein? Habe ich ihm was zu sagen? Bin ich Vorgesetzter oder bin ich nur Kollege? Oder bin ich Mitarbeiter? Das sind die drei wesentlichsten Fragen, wenn es darum geht, wie reflektiere ich mich in meiner täglichen Praxis? Und Peter F. Drucker, einer der bekanntesten Management-Trainer, leider verstorben, aber von dem gibt es sehr viele Bücher. Von ihm gibt es den Satz, der mein Leitsatz geworden ist in den Seminaren. Eine Führungskraft, die nicht über ein bestimmtes Maß an Selbstverständnis und Selbstreflexion verfügt, neigt dazu, seine Macht für eigene Belange zu missbrauchen. Selbstreflexion und ein gesundes Selbstverständnis ist die Voraussetzung, eine geradlinige Führung auch zu praktizieren.